Wir jetzt hin? Ja, gute Frage. Ach, da hinten. Das ist Julie. Hi. Hallo. Hi. Hi. Guck, die Dame ist clever, die stellt sich unter den Baum, da wird sie nicht nass. Wenn ich ehrlich sein darf, ich mag Wasser auch nicht so wirklich. Ach so? Hat das einen bestimmten Grund? Ich weiß es nicht. Okay. Wow, Chestnut. Wow. Du merkst schon, dass das jetzt nicht so klappt, ne? Gleich ist auch hops. Gleich hast du dein Spielzeug kaputt gemacht. Sag mal. Mach gut jetzt. Chestnut. Hör auf jetzt. Sit. Ich sag ja, den anderen Hund mag ich lieber, der gibt mir immer Essen. Ja, Chestnut. Ja, du bist ein kleines Spielkalb, ne? Ja, ich merk das schon. Wow, ich zieh mal die Gummischloppen an. Gummischlucken? Ja, wenigstens nicht. Ausgetrickst oder wie? Scheiße, ne? Ja. Ja. Eigentlich wollte man nur Julie so mal eben vorstellen. Sag mal, kannst du jetzt mal aufhören, die Leute immer hoch springen zu lassen? Was soll das denn? Meine Güte! Was ist das nächste Spielzeug? Den Doc brauchen wir noch. Solange er dich nicht nimmt? Hättest du nicht sagen sollen. Nein, aus! Ja. Was sollen die neuen Leute von dir denken, hä? Ja, denk mal drüber nach. Ich muss aber per Post zu Flint schicken oder in Trichter schmeißen. Meine Bolzen müssen repariert werden. Der pennt noch. Ja, das war mir fast klar. Ja, der ist halt alt, ne? Eben. Tja. Aber sag mal, wie bist du denn hierher gekommen? Nachdem wir gegen diesen alten Mann gekämpft hatten, habe ich mich ja bei euch noch um die Felder gekümmert. Und ich habe irgendwann einen Schlag auf den Kopf bekommen, da war alles duster dann. Und dann bin ich irgendwann in einem großen, dunklen Wald aufgewacht und bin die ganze Zeit umhergeirrt. Oh. Okay. Ja, und nach Wochen der Reise bin ich hier angekommen. Ja, das ist an sich ja recht positiv. Ja, dann hoffe ich mal, dass der Schlag auf den Kopf dir nie keine irgendwelche Schäden hinterlassen hat. Ja, danke. Vielleicht solltest du doch mal Doc drüber gucken lassen. Ja. Nur zur Sicherheit. Wie der nein? Der mag eigentlich schon keinen Arzt. Genau. Vertraust du dem Arzt nicht?
Wir kennen uns doch schon. Dem Arzt, der früher Essen gemacht hat. Ja, soll mir ja eigentlich, ist ja auch egal jetzt. Ja. Julie, hast du meine Bestellung eigentlich schon gesehen, die ich in den Trichter geschmissen hatte? Habe ich den Trichter geschmissen? Nein, ich habe sie per Post geschickt. Ja, ist in Arbeit. Okay, cool. Weißt du Bescheid? Ja, danke schön. Ja. Die Zwiebeln sind alle. Und das Rindfleisch. Ja. Ja, okay. Joli. Hallo. Hab eine Frage. Ja. Wer ist das? Keine Ahnung. Muss ich fragen. Wer ist das? Und sei mal nicht so unhöflich. Wow. Ja, bei dir. Was sollen die denn heute? Ja, ich gehe dort nicht näher hin. Bei irgendjemandem höre ich was. Gruseliges? Musik. Ja. Ich habe Aufnahme an. Hallo? Wer bist du? Hallo, ich bin Ike. Hi. Hi. Wortspiel, Hike. Oh, wow. Ist das dein Ernst? Hast du deine Schwester gesehen? Lass mich kurz drüber nachdenken. Gerade nicht, nein. Hallo? Okay. Hä? Er hat Hallo gesagt. Ich hab auch. Das ist gruselig. Haben wir wieder alle besoffen und ich hab's nicht mitgekriegt? Ja, also eher irgendwie eine Lehre. Nein, Spaß. Wir haben nicht besoffen. Also, glaube ich. Glaube ich mir auch. Was? Ganz viel Popcorn an Julie. Ja. Jolie, ich weiß wieder, warum ich hier war. Na gut, ich werde mal hier. Ja, wir sehen uns bestimmt noch. Ja. Eventuell müsstest du vielleicht mal. Warte mal. Wenn wenigstens einer von den Stadträten hier wäre, verdammt, ne? Ach, wie gesagt, Könnte ich vielleicht was organisieren, so haustechnisch. Wie gesagt. Weil wir haben einige Leerstände, das ist ja das. Ich hau mich dann erstmal irgendwo und dann boom. Da habe ich die letzten Wochen ja auch verbracht, immer. Oder ich gönne mir ein Bett in der Arztpraxis zur Not. Ja, klar. Die Betten sind sowieso kompensiert, also sie können ein Bett haben. Na siehste, dann kommst du beim Doc unter erstmal und gucke, dass ich dir was organisiere. Genau, und du nimmst die junge Dame mit? Ja, ach, die kann ruhig zu mir. Gut. So. Da muss ich mal gucken, dass ich irgendwie Flint mal erwische oder Snow. Hi. Ja. Du bist ein braves Hündchen. Ja. Egal, du hast mir Essen gegeben. Wow. Essen ist meine Leidenschaft. Okay. Kann ich hier vielleicht mal irgendwie dran versuchen? Ich habe eh noch nichts, also. Kochen dürfte jetzt, glaube ich, mal nicht so schwer sein. Ja, geht, weil ich habe das vorher gemacht, aber ich mache das jetzt nicht mehr und Sonja und Blackie sind jetzt sonst alleine und diese Stadt hat einen unmenschlichen Verbrauch an Essen. Okay. Ja.
Überlegt's euch. Zutaten gibt's bei mir. Okay, und auf wen müsste ich da dann zukommen, wenn ich irgendwie so einen Beruf machen will? Ja, auf Flint, der jetzt gerade schläft. Und wo finde ich den dann normalerweise auch? Hier. Oder da oben in der Schmiede. Ach so, okay. Ja. Dann gucke ich da ab und zu mal vorbei. Okay. Dann bis später. Tschüss. Würde ich jetzt sagen. Ja, ich wollte dir hinterher. Der Hund hat mich zurückgebracht. Ach so. Wollen wir erstmal. Wir bringen die junge Dame erstmal zu Blackie. Okay. Würde ich sagen. Okay. Kein Problem. Wolltest du rein? Du sagst so. Dann wünsche ich Ihnen auch erstmal eine angenehme Nacht. Guten Nacht. Ebenso. Danke. Schlaf schön. So, dann bringe ich sie mal zur Praxis. Okay. Das ist so, der Hund ist so geil. Oh, den mag ich. Ja, danke, mein Lieber. Praktisch, ne? Ja, ich mag den Hund. Ja. Hier von den drei, zwei hier vorne. Ich nehme das hier hinten. Okay. Dann eine gute Nacht. Dankeschön und wir hören uns, wenn ich wieder aufgewacht bin. Yep. Tschüss.